So, da wäre er wieder. Vielleicht zum letzten Leben in diesem Roguelike. Was irgendwie komisch klingt, denn bei Roguelikes ist das erste Leben immer das letzte Leben, aber ja. Also, wir brauchen jemanden, der viel aushält. Barbar ist schon mal gut. Schnell bewegen ist auch gut. Nicht 3D sehen können. Ist das für den Boss in irgendeiner Form relevant? Glaub nicht. Also nehmen wir mal sie hier. So, und dann verballern wir unser Geld für die entsprechenden Ruhm. Und zwar hätten wir gerne Dash. Habe ich wirklich Dash benutzt bei dem Gegner bisher? Nicht so wirklich, aber ich hätte es wahrscheinlich sollen. Was haben wir hier? Im Helm haben wir. Gegner sind schwächer, aber bringen auch weniger. Ich denke nicht, dass das beim Endgegner funktionieren wird. Retaliation. Wie viel wissen wir nicht, aber es ist schon mal besser als Doppelsprung. Oder wollen wir schneller laufen? Oh, das wird tierisch hektisch, denke ich. Aber komm, sind nur 1400. So. Blutrune brauchen wir nicht. Wir würden gerne lieber fliegen können. Blutrune brauchen wir nicht. Aber wir würden lieber gerne fliegen können. Kurz testen, wie lange ich jetzt fliegen kann. La la la. Sehr schön. Also ja, ich denke, damit werde ich ganz gut den Leuten ausweichen können. Also den Schwertern. Noch was? Was war beim Cape? Da haben wir fliegen oder schneller bewegen. Fliegen, fliegen, schneller bewegen. Dash. Nur mal kurz gucken, wie lange ich jetzt fliegen kann. Das sind jedes Mal 0,5 Sekunden oder so. Ich glaube, ich nehme lieber das hier. Das ist so gesehen ganz schön lange. Wie, 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 wie. Ich weiche schwer dann aus. Ich weiche allem aus. Ich fall runter. Okay. Also Ruhm hätten wir. Ausrüstung hatten wir jetzt, glaube ich, schon mehrfach geprüft. Da gibt es nicht mehr viel zu prüfen. Das hier waren die, die mehr magischen Schaden machen. Ja, nee, wir haben nur 90 MP, das bringt nicht viel. Wir können 10 mal den Dolch benutzen. Das sollte reichen. So, und 3570 noch für Upgrades. Wir haben hier Mana-Kostenreduzierung, das bringt fast gar nichts. Für mehr Schaden oder 2300 für mehr Leben und dann nichts mehr überhaben, was man kaufen kann. Also mehr Schaden. So. Also wir haben ganz viele Flügelchen unten in der Leiste. Also da unten links. Und einmal schneller laufen. Plus schneller laufen vom Charakter her selber schon. Und irre lange fliegen. Jo. Charon. Du, der das Königreich auf dem Gewissen hast. Dem drücken wir jetzt noch Geld in die Hand. So, wir sind die Stufe 113 erst. Ich hätte schwören können, die Sprünge mit jedem Leben sind höher als 2. Naja, erstmal müssen wir jetzt Johannes umbringen. Genau dich. Piu. Oh. Der Plan war nicht, dass wir getroffen werden. Du solltest getroffen werden. Warum lag dein Hühnchen? Au. Hops. Hops. Oh, warte mal, wenn wir in der Luft sind und auf ihn zufallen, dann greift er uns nicht an. Aber wenn wir frontal auf ihn zugehen, dann kann er manchmal uns auch anhauen. Wee, 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 wee. Nennt mich Superman. Ja, das ist extrem überpowered. Zing. Oh. Oh. So langsam zu. Oh. Nicht in das Schwert laufen. Vielleicht sollten wir auch nachher nicht alle Hühnchen auf einmal fressen. Ah, warum bist du immer noch da? Nicht alle Hühnchen auf einmal essen, sondern ein paar für später aufbewahren, wenn wir überhaupt noch welche überhaben. Denn momentan sieht es echt nicht gut aus. So. Zu
3 Treffer noch. Oh. Oh. Habe ich erwähnt, dass es nicht gut aussieht? Komm schon. Ah, Feigling. So, wie. Er sagt Feigling und fliegt dann weg. Es passt schon. So, kaputt. 4 Hühnchen und ich glaube, die werden wir alle essen müssen. Weil pro Hühnchen 10%. Und wir haben mehr als 50% verloren. Was echt eine Schande ist eigentlich. Aber gut. So, komm schon, Fountain. Du von denen. So. Was soll, warum hast du mich getroffen? Schon mal kein sehr guter Anfang. Okay, das war besser. Oh. Nicht gegen den Gegner gegenlaufen. Oh, jetzt kommen die von da unten. Okay. Piu, piu, piu. Oh. Oh. Okay, und er blockiert den Weg da. Hey, er hat bei 50%. Oh. Hier drauf kommt es jetzt an. Nein! Wenn das Ding nicht gewesen wäre da unten. Also was soll ich das letzte Leben? Na gut, was haben wir jetzt? Ein Barbaren, der schnell sich bewegen kann und schwarz-weiß sieht. Eine Assassin. Macht mir kritischen Schaden. Wir sollten ja eh nicht getroffen werden. Weiß ich nicht. HP und MP sind vertauscht. Du mich auch. Eine Hokage. Hokage macht durchgehend mehr Schaden. Das wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Na, gucken wir mal. So, hier ändern wir gar nichts. Hier ändern wir gar nichts. Das Fliegen, ja. Ich glaube, ich ändere mal was um. Und zwar hätte ich doch lieber Dash. Und dafür jetzt 0,4 Sekunden weniger fliegen. So. 66 Gold. Der wird nicht reich mit uns. Jedenfalls jetzt nicht mehr. Oh. Außer wir sammeln Gold ein. Also, Hokage. Du müsstest jetzt ganz viel Schaden machen. Und du darfst nicht mehr als 40% der Lebenspunkte verlieren. Wow, ja, ganz ruhig, Johannes. Schmeißt irgendwie mehr Äxte als vorher. Ich hätte nichts sagen sollen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Und die Äxte sind echt ein Scheißzauber. Peach. Oh, warte mal. Ich habe jetzt noch als ihn hier die Fähigkeit, mich in einem Baumstamm zu verdingsen. So, weg mit dir. Wir sind gleich tot. Ja, nee. Hokage war eine total doofe Idee. Quietsch. Quietsch. Au. Ja, jetzt werden wir von Johannes verprügelt, oder? Nee. Aber wir haben nur noch ein paar Trefferpunkte. Und selbst wenn wir die Hühnchen jetzt alle aufessen, dann sind wir bei 40%. Das bringt auch nichts. Na gut, wir werden nicht aufgeben. Wir werden schreiend untergehen. Oder so ähnlich. So, Fountain. Oh. Natürlich tauchst du genau da auf, wo ich gerade stehe.
Ich habe den Baumstammknopf gedrückt und wir haben uns genau in ein Messer teleportiert. Okay. Hokage war nicht so toll. Mage wird noch viel schlimmer sein. Also Select. Assassin, Archmage, Assassin. HP und Mana sind vertauscht. Ha, HP und Mana sind vertauscht beim Magier. Und ein kahlköpfiger Assassin. Oh, der hat die Fähigkeit, sich wegzuteleportieren. Das könnte was werden. Sir Gerugon. Weg. Achso, und Bald heißt einfach nur, dass er keine Federn auf dem Kopf hat. Jetzt fällt mir das erst auf. Nach 30 plus Folgen. Passt schon. Also. Feinde. Ja, wir kennen das alles schon. Und ja. Jo, Johannes. So. Hinter. Ich bin ein Schatten. Ah, und das war eine Fähigkeit, die man durchgehend aktivieren kann. Okay, wenn wir im Schatten sind, können wir gar keinen Schaden nehmen. Was natürlich irre praktisch ist. Au. Gerade bei dem Schwert dann aus. Hallo, kannst du mal aufhören, Äxte zu werfen? Danke. Oh. Tot. Eine Bewahr scheint irgendwie das Einzige zu sein, was ich gegen die spielen kann. Das ist übel. Okay, Spielung Kette wollen wir garantiert nicht spielen. Hokage, Archmage, Paladöse. Weiß ja nicht. Das Schild könnte wirklich helfen. Na gut. Wir werden jetzt so lange in dieses Schloss stürmen, bis der Typ tot ist. So, also immer schön dran trinken. Y. Damit kann ich blocken. Dann dürfte ich gar keinen Schaden nehmen, aber dafür halt Mana verlieren. So, wenn du mich gleich mit deinen Äxten anspringst, kann ich diesen Schwert auf den Boden machen. Genau das da. Haha. Sehr schön. Ah, der Schwert ist richtig gut. Au. Weg mit dir. Au, Mana Tank. Zong, zong. Du bist nicht gerade hell, hä? Okay. Oh. Das schnelle Laufen hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Donk, donk. Ja, sieht aber gleich wesentlich besser aus. Donk, donk, donk. Oh. Hallo. Da kommt noch eine Axt. Oh, oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Zong, zong. Okay, restliche Mana sollte ich aufsparen für den nächsten. Für den eigentlichen Boss. Ich musste irgendwie gerade an Darth Vader und den Imperator denken. Der Typ hier wäre jetzt Darth Vader gewesen. Und jetzt kommt der Imperator. Ja, mein Kopf funktioniert manchmal komisch. Also wir sammeln jetzt nicht alle Hähnchenkeulen an, sondern nur die wir brauchen. Was zwei sein dürften. So, von denen. Zeig mal, was du kannst. Oh, brauchen wir noch ein bisschen mehr. Also, Y. Oh. Warum? Oh. Dick. Nicht so nah ran an ihn. Okay.
Oh. Zing. Oh. Gar keiner meiner Höhe. Okay. Wo? Oh. Komm schon. Wo? Oh. Yeah. Zing. Oh. Wo? Oh. Komm schon. Du bist gleich tot. Breckling. Oh. Spike. Oh, oh. Das war gut, das war gut, gut. Komm. Nein, nicht nochmal. Es ist Schummeln. Haha. Oh. Okay, Bilder werden weiß. Punkt, Punkt, Punkt. Du hast mich besiegt. Aber zu welchem Preis? Wir werden jetzt der Bösewicht, hm? Ich mag den König umgebracht haben, aber nur nach dem Betrug durch seine Leute. Frag dich selbst, welche Gerechtigkeit widerfahren ist. Am Ende sind wir alle schuldig derselben Sünde. Sieh dir deine Vorväter an. Dies ist der Preis für Loyalität. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Die Sonne. Was? Ich habe vergessen, wie sie sich anfühlt. Oh. Fountain has been slain by Lady Leonie, die Zweite. Den einzigen, den er umgebracht hat, war der König. Das glaube ich nicht. Wow. Ganz viel Gold. Ein Siegesflug. Okay. Rausgehen? Wetten, die Tür geht zu? Oh, oder auch nicht. Skelette, eine Menge gilt. Die beiden habe ich ziemlich häufig vermieden. Die waren mir zu nervig. Ah, das ist der Abspann, okay. Sehr interessant. 159 Ritter. Die blauen Augen haben wir fast gar nicht getötet. Ja, okay, wir haben... Wow, hallo, Kille. Dich haben wir nur einmal umgebracht, ja. Ja, aber zurück zu den blauen Augen. Die waren ja im Höllenbereich. In den Höllenbereich haben wir gemieden wie die Pest. Das, ja, da hätten wir noch viel mehr grinden müssen. Es gibt tierisch viele Magier, fällt mir gerade auf. Vor allem die Frostmagier haben am meisten umgebracht. Die beiden waren auch doof. Durchgehend andere Zauber und viel zu große Zauber. Zombie-Schnu. Zwei Stück nur. Und ganz schön wenig. Doomskate, Doomtrade, Doom was... Mimi Crunch. Wie geil. Salos. Hm. Rage. Was ist denn ein Wrath? Den haben wir gar nicht gesehen. Dich haben wir gesehen. Du warst nervig mit den ganzen Spawns. Ja. Nichts Besonderes hier. Weitermachen. Botis. Dreimal umgebracht. Das ist ein Miniboss gewesen, ne? Ich glaube, ja, der hat diese verschiedenen Richtungsflashes gemacht und anstürmen. Guardbox 2000 einmal. Flowermon einmal. Flowermon? Das hört sich irgendwie noch Pokémon an. Stolas und Fogalor. Auch Minibosse. Auch öfters gemieden. Die waren auch nervig. Vor allem die Roten, die dann diese Eisbälle geschmissen haben. Und Pomme de Terre. Du warst auch nervig. Aber die Musik war geil. Achso, das sind die, die mit den Ketten und den Stacheln dran waren. Ja, wie auch immer wir die Ketten umgebracht haben. Also diese Kettenbälle hier. Nino Pollo, null Stück. Hm. Blobbersaurus Rex, null. Mhm. Herodotus, 18 Mal. Achso, ja, weil er jedes Mal gespalten wurde. Okay. Tower Guard, null. Es kommt mir vor, als hätten wir ziemlich viel verpasst. Vielleicht hätte ich doch mehr grinden sollen. Aber es wäre vielleicht zu einfach geworden. So fand ich es eigentlich genau richtig. Man kann die Türme zerstören. Da stand gerade Wall Turret 0. So,
So, Johannes ist tot. Was kommt jetzt noch? Fountain ist tot. Wir sind am Leben und freuen uns und überhaupt. Ja, sehr schön. Also das Spiel gefällt mir tierisch. Es ist, hat schön viele Anspielungen. Es ist wie ein Roguelike. Aber man hat nach dem Tod immer noch was davon, was ja einem Team Roguelike widerspricht. Aber es macht es dadurch wesentlich entspannter. Sonst bei normalen Roguelike ist man doch irgendwann zu sehr gefrustet und spielt irgendwas anderes. Aber hier kann man durchgrinden und durchpowern. Das macht richtig Laune. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Bye, bye. Oh, unser Schloss. Okay. Und ganz viele Nachfahren. Yay, yay. Wir hatten insgesamt 55 Kinder und haben 12 Stunden gespielt. Ja, das ist okay. Oh, 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 oh. So viel zu meiner Verabschiedung. Hier steht Start Your Legacy Plus. Also es gibt ein New Game Plus für das Spiel. Das ist doch schon mal sehr interessant. Ja, muss ich mir überlegen. Also Staffel 1 von Rogue Legacy ist hiermit abgeschlossen. Und eventuell kommt demnächst eine Staffel 2. Und dann gucken wir mal, was da sich jetzt genau verändert hat. Ah, bis dahin. Ciao, ciao.